Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Gute Nacht, meine Liebe. Ihr solltet etwas schlafen. Ihr werdet es brauchen. Guten Tag, Madame. Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha. Ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha. Nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Das mag seltsam klingen, aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden, die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So. Seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Haupthaus sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagt, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil die Tage jetzt so langweilig sind. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren. Und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Ja? Wusstet ihr, dass Reverend Davenport glaubte, im Haupthaus spuke es? Ja. Leider beendete der verstorbene Pastor die Gottesdienste und schloss das Haupthaus. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in dieser Lage befinden. Und was glaubt ihr, sitzt im Haupthaus? Miss, wenn der Teufel in unserem Haupthaus sitzt, dann haben wohl wir es als die Bewohner von New Eden versäumt, sein Werk zu verleugnen. Lebt wohl, Mr. Bachelor. Und wünscht uns Glück. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung.
Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan, oder meinen. Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann, voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden, aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja, aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGrath. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Anthea, sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Wo bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Jemand da? Anthea? Warum wärst du allein dort raufgegangen? Offen. Anthea! Ihr Schemen habt nicht zufällig Anthea gesehen, was? Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Blinde Mäuse
schau, wie sie laufen. Drei blinde Mäuse, schau, wie sie laufen. Schau, wie sie... Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Anthea? Bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Siehe da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was? Wirst du die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Anthea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narr bis ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Anthea! Wir wollen dir helfen. Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden... Wirst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt Vergeltung. Lass ihn los. Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur... Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach.
Nein! Wirst du ihr zu Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Du bist wach? Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridin mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Das ist nicht, was ich wollte. Nicht so. Nicht ohne sie. Niemand bekommt, was er will. Man muss nehmen, was kommt. Und wenn man überlebt, verändert das alles. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus.
Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Theridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja, ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Theridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Was zum...